Also es ist halt doof mit Random Tanks. Du weißt halt nicht, wie sie spielen, ob sie was drauf haben. Wenn ich mit derer spiele, weiß ich, yo, ich habe einen Tank, der es kann. Also das Gleiche ist, ich habe auch jedes Mal bei den Heilern Angst. Bei Mira weiß ich, jo, es funktioniert. Brauche ich nichts. Ja. Ja, wenn ich mit euch unterwegs bin, brauche ich auch keine Angst haben. Wäre auch schlimm. Ja. Wobei, doch, bei Nia habe ich Angst. Ja, der hat mich deutlich wieder ein bisschen geärgert. Echt? Jo. Der dritte Nier-Teil, der letzte Boss. Mhm. Die letzte Bossphase. Da ist immer so das Wunderschöne. Ich hab Angst. Doch, brauchst du nicht. Noch ist es ja eh nicht so weit. Erstens das und wenn Mira nicht mitgeht, gehe ich noch als Heiler mit. Ich weiß, dass ich unten lande. Oder ja. Sterben werde. Ja. Wobei ich glaube kaum, dass Mira das machen würde. Zumindest traue ich ihr das nicht zu. Nee. Dafür ist sie zu lieb. Ja. Ich meine, sie hat es auch einmal bei mir gemacht. Aber halt auch auf deras Anweisung. Gerade Eden. Resonanz, irgendwas. Und da hattest du in der Mitte. Da ging mal eine richtig fette Linie. Und da durftest du halt nicht durch, entweder du warst auf der einen Seite oder auf der anderen Seite. Lehrer meinte so nur zu mir, jo, zieh mal Hybrid. Und auf einmal sagt sie, sehe ich halt, jo, sie hat mich im Visier und sie setzt Rescue ein. Und zieht mich halt komplett durch die Linie und ich bin tot. Da konnte ich auch nicht mit Hello Ground oder so noch dagegen spielen. Ich habe Angst. Ich glaube, ich mache einfach den Near Raid niemals. Dann kann das auch niemals passieren. Müsst ihr auch nicht. Das ist ja optional. Aber es ist halt, wie gesagt, wenn du den Near Raid freigeschalten hast, alle Teile, hast du halt auch, sag ich mal, das Glück dann, weil halt viele den Near Raid machen, hast du dann halt auch Glück mal bei. Bei dem Allianz Raid da reinzukommen. Und Eden wäre rein theoretisch der normale Raid. Was kann ich für euch tun? Ach ja. Weil Eden spielst du ja nur mit 8, Mann. Ja. Den ersten Eden habe ich auch nur deswegen überlebt, weil Luna mich noch gerettet hat. Ja, sie hat mich noch rechtzeitig reingezogen. Ich bin das erste Mal dann zu spät weg. Aus der Mitte. Da musst du dich dann ja hinter den einstellen. Und da war ich zu spät. Und die hat mich dann noch Gott sei Dank reingezogen. So, dass ich dahinter stand. Achso, bei dem ersten Boss hier. Ja. Ah, der ist cool. Ja, da hatte ich echt... Echt Glück. Und Rathalos hatte ich auch überlebt, Gott sei Dank. Da ist dafür der zweite Heiler flöten gegangen. Jo, machen sie gerne mal. Luna war erster Heiler, quasi. Für mich zumindest. Und der andere ist, ja, hat sich verabschiedet. Der wurde ja nicht mehr. Lag dann bis zum Ende am Boden.
Wann mache ich die noch? Dann habe ich die erste Bezwingertat davon auch fertig. Stirb, meine Kleinen, stirb! Gut, alles dafür, dass ihr sterbt. Juhu! Erste Bezwingertat. Im ersten Gebiet schaffe ich es einfach eigentlich immer relativ schnell, alles zu schaffen. Ja, gut, wirst du dich jetzt wahrscheinlich auch am besten auskennen. Ja, im Auenland auch. Da ist allerdings das Problem, du hast bei den Bezwingertaten einmal eine Postquest, da musst du halt von A nach B nach C nach D laufen und Post wegbringen. Darfst dich dabei nicht entdecken lassen. Und dasselbe, okay. Und dasselbe hast du auch noch für Kuchen. Da musst du Kuchen transportieren und darfst sie nicht entdecken lassen. Ja, da würde ich mich auch nicht entdecken lassen, wenn ich mit Kuchen draußen Und ja, gibt aber halt Punkte, ne? Wenn ja, du das klar. erlegst. So, und dann gibt es noch irgendwas mit den Gasthäusern. Da muss ich aber noch gucken, wie man die freischaltet. Die habe ich bisher nur einmal gemacht. Da kam ich dann aber irgendwann nicht weiter. Muss ich noch gucken, wie ich das... Und wo ich das kriege. Wenn wir bezüngert hatten, hätte ich halt auch schon gerne. Würde ich aber jetzt nicht zwangsläufig im Stream machen. Das wäre etwas, was ich wahrscheinlich privat machen würde. Auf Stream, ja. Also Bezwingertaten, ja, fühlt sich quasi von allein genauso wie die Nebenquest halt. Das sind, wie heißt die? Ja gut, das Auskundschaften, die einzelnen Orte finden, ist jetzt auch kein Problem. Held der Ered Luin. Erfüllt Aufgaben in den Ered Luin. Da bin ich jetzt, glaube ich, schon in der letzten oder vorletzten Phase. Ja, das ist auch gut. Wie gesagt, also. Das geht jetzt bis Level 130, wenn ich das richtig bekomme. Ja. Boah. Ja, bis 130. Na gut. Hast ja auch ein paar Erweiterungen. Tja. Sind, warte mal, insgesamt. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 Erweiterungen, die 9. kommt jetzt. Die 9. ist Gundabad. Ja. Die kommt jetzt. Die Orks von Gundabad. Mhm. Diese Weh haben den Erebor angegriffen. Ja. Lol, ich bin die Einzige, die noch Herr der Ringe streamt. Aber Herr der Ringe ist auch. Mainstreamern? Auf Twitch quasi tot. Es gibt ja kaum noch jemanden, der Lotro überhaupt spielt. Leider. Ja. Ist halt relativ tot. Obwohl es halt im Endgame wirklich noch sehr, sehr viele Leute gibt. Ich grüße euch. Das Geile ist halt, du kannst halt damit auch ein paar Leute gewinnen, sag ich mal, wenn du jetzt ein Game spielst, was geil ist, aber halt, was vielleicht nicht mehr viele auf dem Schirm haben. Ja. Mein gut, gerade 2 Uhr nachts jetzt nicht so, aber... Oh, sag das nicht! Nachts kommen meistens die kuriosesten Leute. Ihr seid auch irgendwann mitten in der Nacht reingeschneit. Ich wollte gerade sagen. Ihr seid auch einfach über irgendeinen Raid seid ihr damals mit reingeschneit? Nö. Na fast. Also zumindest derer ist ja mit dir gekommen. Und ihr wart entweder vor oder nach dem Raid wart ihr mit dabei. Weil ich hatte an dem Abend 2 Raids mit drin. Und ihr wart irgendwie dazwischen mit. Weil das war der Abend, wo ich dann 2 Raids hatte. Wir hatten halt einfach auf Twitch geguckt, weil
weiß nicht warum, ich hatte halt irgendwie Bock, einen Final Fantasy Stream zu gucken. Dann habe ich halt Final Fantasy eingegeben und der meinte, jo, die erste, die sieht eigentlich ganz okay aus. War es halt komischerweise dann du. Komischerweise, was soll das denn heißen? Da wurde ich ein bisschen in Kretania gestalkt. Und dann haben wir gesagt, okay, weil du gerade irgendwie, glaub, eine Innie gemacht hast oder so. Er hat gesagt, okay, Ich glaube, da war ich auch in der Nähe von Leviathan. Ja, ich glaube, das kann sein, dass es Leviathan war oder so. Weil bei Leviathan wart ihr nämlich schon dabei. Und vor Leviathan kam nämlich der letzte Raid. Vor Levi. Oder war es der erste Raid? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall irgendwo da kam der eine Raid rein. Das weiß ich nämlich noch. Das war nämlich ein sehr, 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 sehr langer Stream. Da wollte ich nämlich eigentlich um 1 Uhr aufhören. Da war der erste. Und dann kam der zweite, glaube ich, um 3 Uhr. Ja. Und dann war ich erst um kurz vor 5 im Bett. Ja, das waren wir relativ lang wach. Deswegen kann ich mich da halt noch dran erinnern, weil da wirklich viel los war. Und bei solchen geilen Streams dann halt, kann ich mich wirklich an vieles, vieles erinnern. Jo. Ja, klar. Wenn du dann schöne Momente drin hast oder so. Ja. Das macht dann schon Bock. Dann erkunde ich mal die Ruinen der Zwerge. Die Zwergestädte und mach die... Das Ding einmal fertig. Brauche ich Gott sei Dank nicht für kämpfen. Ich muss nur reiten. Einmal ins Startgebiet der Zwerge rein. Sehr gut. Ins Startgebiet der Zwerge und ins Tutorialgebiet der Elben und Zwerge. Es wird also jetzt ein bisschen eisig. Wobei ich das die Gegend echt schön finde. Jetzt um Thorins Tor. Oder doch? Doch, Thorins Tor ist es. Thorins Halle und Thorins Tor. In Eredluin. Also da, wo quasi Thorin und Kumpan gestartet sind. Und wo sie aufgebrochen sind. Jo. Und die Gegend sieht sich halt auch. Und das ist mega cool. Ich freue mich froh, dass es gerade Tag ist. Das ist gerade so schön. Weißt du, bin ich ja nachts. Ich würde es halt doch machen, um die Stallmeister hier freizuschalten. Nee, Krämer nicht. Ist der Stallmeister da? Dein Baum. Seid gegrüßt. So, den müsste ich jetzt haben. Ort der Zwerge. Silbertief mir, Tor ins Tor und Platz. Okay. Weiß ich alles, wo die Orte sind. Wollte ich mal sozusagen nachgucken. Ich finde es halt auch sehr praktisch, dass ich halt durch dieses accountgebundene Pferd und diese Mithrien-Münzen schon reiten kann. Weil für gewöhnlich kannst du das halt wirklich erst, wenn du dann im Breland bist. Und da die eine Quest machst. Oder es dir halt über den Shop halt kaufst. Okay. Weiß nicht mehr, ob du beides dafür brauchtest. Aber das finde ich halt sehr praktisch. Früher musstest du, glaube ich, auch erst VIP werden, bevor du reiten konntest. Das war noch, als ich angefangen habe. Musstest du erst VIP werden. War der Grund, weswegen ich damals den ersten Monat dann VIP gemacht habe. Okay. Ja gut, das ist dann wie gesagt. Aber du kriegst... ich glaube, durch dieses Extra-Paket kriegt man dann auch kurzzeitig für... entweder für einen Tag oder für eine Woche ein Reittier gestellt. Okay. Das habe ich mir dann erstmal aufgespart, immer. Weil fürs Anfangsgebiet war es egal. Da bist du noch froh, wenn du laufen kannst. Und alles noch neu ist. Aber sobald du dann im Auenland von A nach B, nach C, nach D rennst und wirklich mal einen Tag Zeit hast, nutzt das ein Pferd, was du geschenkt kriegst. Für ein paar Stunden, die dir bleiben. Sparst du halt wirklich viel Zeit mit dem Auenland. Wenn man das halt wirklich abquesten möchte. Ich werde jetzt mit dem Schau nicht alle Quests machen. Aber halt so, dass ich das Buch der Taten halt durchkriege. Und wenn ich halt mal wenn die Story-Quest höher ist als meine
mein jetziges Level. Dann würde ich das auch dafür nutzen. Ich hab meinen Passwort vergessen. Sehr geil. Ja. Ist mir aber auch schon passiert. Sehr oft. Sehr, sehr oft. Jetzt wird's gruselig, jetzt bekomme ich alles nur noch die gleichen Chance. Und die Tiere sind wach. Oh. Ich sehe schon, komm, ich verschlafe nachher wieder den Anruf meiner Großeltern. Dann heißt es so wieder, warum gehst du nicht ans Telefon? Ist dir was passiert? Ja, Oma, ich bin aus dem Bett gefallen. Durch deinen Anruf. Das ist passiert. Jo. So, die Zwergenquest hier brauche ich nicht annehmen. Und eh alles unter meiner Stufe. Da ist es eh egal. Das juckt kein. Das Gute ist, die Raids hier gehen relativ schnell. Das ist gut. Ah, noch kann ich mir kein Haus leisten. Ich glaube, für die großen Häuser brauche ich mindestens 7 Gold. Hm. Juhu, Orte der Zwerge. Abgeschlossen. Nein, ich habe mich festgefahren. Jetzt. Müsst ihr nachher mal gucken. Aber jetzt will ich gleich erstmal gucken, dass ich in die eine Instanz reinkomme. Dass ich die Quest mache. Ich weiß gerade nicht, ob vielleicht Sigmametrie 1.0 schneller ist. Der Zug. Ja, genau. Ich will nichts sagen, aber ich glaube, es ist Zeit für dich ins Bett zu gehen. Nö. Noch nicht. Ich habe noch 15 Minuten. Ja. Ja, ich mache ja noch bis die Instanz und dann ruft das Bettchen. Den Rest mache ich dann morgen. Ich hab dann. Ich sehe schon, komm, statt ESO mache ich morgen den ganzen Tag Herr der Ringe online. Ja. Das sehe ich jetzt schon kommen. Ah, nee, es macht mir gerade so viel Spaß, dieses Spiel. Das ist einfach toll. Vor allem die Gegenden sind halt auch echt mega schön. Gut, ist jetzt nicht die Übergrafik, aber es ist halt trotzdem schön. Im Stream kommt das wahrscheinlich einfach nicht ganz so rüber. So, jetzt weiß ich, was ich noch ändern wollte. Reitfenster, das nervt mich da ja. Nein, nicht das Reitfenster. Das Reitfenster. Butterfly, du kommst bitte einmal. Moment, hier, das kommt da. Und einmal da unten. So. Jetzt bin ich zufrieden. Oh, ob wir die Abkürzung nehmen? Habe ich die eben nicht genommen. Bin sogar mal mit meinem Charakter zufrieden. Liegt aber nicht unbedingt an dem Zierwerk, was ich anhabe. Weil es ist mal ein Zierwerk, was ich mir mal nicht selbst gekauft habe. Yay. So, machen wir mal was, wo wir draus finden. Yay, ich hab's. Ich wollte eigentlich nur in den Shop gehen.
Ach, da. Jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Aber das Wasser sieht schön aus. Das Wasser? Ja, doch. Die Zeit. Was ist jetzt kürzer? So, was haben wir denn? Deine 4. Hoch. Hüter. Hui. Weiter oben hier. Kriegt 3 Gipfel. Das ist das Neueste. Die erste Erweiterung ist Moria. Ja, aber wie gesagt. Mordor, stimmt. Helms Klamm, Rohan, Isengard, Moria, Düsterwald. Düsterwald ist die zweite. Also, da ist es tatsächlich auch sinnvoll nach der Reihe. Allein schon wegen der Story. Regionspaket. Das sind diese, die du halt durch die. Oh, durch den Code kriegst. Ah, diese okay. Aufgabenpakete. Damit werden halt nur durch die Gebiete die einzelnen Aufgaben freigeschaltet. Die zusätzlichen. Die du sonst als VIP hättest. Ah, okay. Also, da du dir jetzt so quasi kostenlos kriegst. Huch. Ist das unwichtig. Wichtig sind halt wirklich nur die großen Erweiterungen wie Moria, Düsterwald, Reiter von Rohan, Helmsklamm, Isengard, Mordor. Die ganzen Sachen. Kosten die Erweiterungen standardmäßig, also Moria und so, jetzt eigentlich so in Münzen? Warte. Ich muss gerade selber mal gucken. Inhalte, Erweiterungen. Aktuell sind sie ja für 99 drin. Also für 99, das wären in Münzen. Ja, gut, das jüngste, was du kaufen kannst, sind für 5,99 Euro für 600. Also kriegst du 600. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da würde ich vielleicht jetzt sogar sagen, da gebe ich die 5 Euro oder die 6 Euro aus. Ja. Erweiterung für einen Euro. Ja. Heiliger. Wenn ich überlege, was du als Erweiterung bezahlen musst. Wenn du WoW spielen willst. Wie gesagt, das ist jetzt halt, weil das nächste Erweiterungspack ja bevorsteht. Da kriegt man das dann. Also ich mach das auch, beziehungsweise hab mir vorhin was draufgeladen. Jetzt wo ich im Shop bin, könnte ich ja gerade mal kurz hier einkaufen gehen, ne? Einmal. So. Ja, mal ganz kurz gucken. Wären sie rein theoretisch, würde da ja einen Punkt. Ja, ein bisschen was um die 100. Ja, mal gucken. Also gerade auch mal. Also ich habe jetzt tatsächlich gerade dadurch, dass ich jetzt ausnahmsweise drin bin, ich würde das eigentlich jetzt gerade auch gar nicht machen. Auch schon mal zugeschlagen. Muss ich gerade noch einmal gucken. Warum mir gesagt wird, dass ich Rohan habe, obwohl ich Rohan nicht habe. Ich hab Rohan doch gar nicht. Nee. Düsterwald hab ich. 90 Euro für 12 Monate VIP. Artikel Shop. Bringt dir das irgendeinen Vorteil? Du kriegst monatlich Punkte. Das Housing kostet keinen Unterhalt. Also du musst keine Miete zahlen für dein Haus.
Gut, du hast rein theoretisch die Aufgabenpacks, die du ja jetzt kostenlos kriegst. Mhm. Und ja. Ne? Also sonst nix. Sonst wüsste ich gerade nichts, aber ich habe, wie gesagt, auch noch nicht alles erforscht. Das sind halt die Sachen, von denen ich weiß. Ich habe es mir halt fürs Housing geholt. Zumindest für den Anfang. Okay. Damit ich für den Anfang das Housing kostenlos habe, bis ich es mir halt komplett leisten kann, ne? Ich verstehe nicht, warum mir Düsterwald angezeigt wird, wenn ich Düsterwald besitze, aber okay. Gut. Dann ist das so. Ich muss bloß erstmal kurz den Link von dir wiederfinden. Kann ich nämlich, wenn ich eh gleich hier bin, den Code gleich mal eingeben. Muss ich gerade mal gucken. Ah, geht das denn bei Couponcode, ne? Gehe ich mal von aus. Tada! Yep. Einlösen. Gutschein erfolgreich eingelöst. Erfolgreich eingelöst. Juhu! Jo. Sehr geil. Ja, gut. Ja, perfekt. Gut, jetzt habe ich sogar bis Mordor alles. Jetzt kann ich auch bis Mordor spielen. Jetzt fehlt mir nur noch Minas Morgul und die drei Gipfel. Das ist sehr geil. Passt doch. Was will man mehr? Wenn ich jetzt so ein Buch mache, wie viele Münzen bekomme ich denn da? Ist unterschiedlich. Also. Ich denke mal, pro Bezwingertat wären das für die erste Stufe 15, 15, 20, 30 für die erste Stufe. Dann 40, 50, 60, 70, 80. Allein für die Bezwingertat, meine ich. Wenn du jede einzelne machst. Die erste Stufe bekommst du 5 Punkte, die zweite Stufe bekommst du 10 Punkte. Das Auskundschaften, wenn du alles kriegst, da sind es 5, da sind es auch nochmal 5. Dann sind es schon mal 10. Dann 20 für alles Erkundete, für alle Nebenaufgaben 15 Punkte. Ja, du kannst über... Jetzt so zwischen 100 und 200 Punkte. Mit einem Gebiet plus deine Klassen und Rassen. Also desto öfter du deine Fähigkeiten einsetzt, kriegst du da auch nochmal Punkte für. Ja, wow. 100 bis 200 Punkte pro Gebiet. Ah, gut, da bis November werde ich das dann sonst nicht schaffen. Wenn du dir dann halt Punkte noch zukaufst oder wenn du halt VIP bist, kriegst du halt, wie gesagt, monatlich 50 Punkte geschenkt. Aber ich freue mich, habe ich jetzt wenigstens bis Mordor alles. Freut mich. Gut, dass ich reingeguckt habe. Oder wir reingeguckt haben. Mal gucken, wie gesagt, wenn es jetzt für 99 im Angebot ist, das wäre pro Erweiterung 1 Euro. Ist eigentlich, wie gesagt, wirklich komplett vernünftig, sag ich mal. Ja. Also wie gesagt, erstens ein so altes Game und zweitens für ein Game, was rein theoretisch ja komplett kostenlos ist. Ja. Ja. Okay, Aufgabenpack Treuen und Wurzel hatte ich schon. Also zwei Aufgabenpacks hatte ich bereits. Ja, darf ich mal weiter nach unten scrollen? Danke. Erweiterungsaufgaben in Düsterwald. Böhnde Event, den hatte ich auch schon. Hochelb, wann habe ich. Oh, den Hochelb habe ich mir erst letztes Jahr freigeschaltet. Ah. Also noch relativ neu.
denke mal, ich habe halt genug Deltametrie und Alphametrie und Alexander gemacht. Ja, 21 mal Deltametrie 3.0. 13 mal insgesamt jetzt 1.0. Oh Gott. Eieiei. Na gut, okay, machen wir halt noch das 22. Mal Deltametrie 3.0. Und ich glaube, ich komme. Ja, ich glaube, ich komme in meine Instanz. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Follow, und heute noch mal jemand, der wirklich followen will? Also sonst mache ich nämlich meine Begrüßung zu. Ja, Instanz. Also halt schon echt nervig mit, wenn da die Bots die ganze Zeit da reingehen. Mhm. Ach, bist das schon wieder. Das ist schon wieder diese scheiß Ding, ey, Alter. Ich habe jetzt auch meine erste Instanz. Woohoo. Ja. Wie gesagt, mit dem Runenbewahrer easy peasy. Ach, schön, habe ich alle Aufgabenpacks außer zwei. Also Erweiterungspacks. Das ist schön, ich freue mich. Der Tag hatte doch noch einen Sinn. Jawohl. Jetzt kann ich bis 115 hochsuchten. Das ist ganz schlimm. Da habe ich keine Grenzen mehr. Was haben wir getan? Ja, ne? Wir haben was ganz Furchtbares entfesselt. Was ganz, ganz Furchtbares. Ja, ich freue mich. Ich wollte zwar eigentlich kein Geld mehr dieses Jahr ausgeben, aber. Also, diesen Monat ausgeben, aber. Passt. Für ein Spiel, was ich jetzt gerade suchte. Und für den Preis. Weil für gewöhnlich kosten die halt. 100. Nee, 1995 Punkte, glaube ich. Boah, okay, ein bisschen mehr wie 20 Euro. Und das ist dann halt schon. Es kann viel sein, wenn du dir das halt alles auf einmal holen möchtest. So. Ach, jetzt setzt du dich doch noch hin, wie oder? Wie gesagt, aber jetzt halt wirklich die ersten Pakete. Du brauchst ein bisschen, denke ich mal, bis du da bei Mordor ist ja Stufe aktuell 100. 105 bis 115, glaube ich. Ja, wie gesagt, du brauchst ja auch ein bisschen, bis du bei den 115 bist. Bis dahin kannst du dir dann in-game schon die 1000 oder 2400 irgendwas Punkte, die du da brauchst, eigentlich zusammenfahren. Ja. Und dann kannst du dir easy Gundabord holen. Und ja, dann brauchst du eh noch ein bisschen, dann kannst du vielleicht zwischendrin halt noch ein bisschen und dann holst du dir halt die drei Gipfel. Und da hast du jetzt für 6 Euro, sag ich mal, hast du eigentlich erstmal einen soliden Start. Ja. Wo du sagen kannst, du hast jetzt kostenlos die Dinge, musst kein VIP bezahlen. Gut, wegen dem Haus, okay. Aber wenn du spielst, denkst du, wirst du da auch ein bisschen Geld zusammenbekommen. Jo, wie gesagt, das ist bei mir jetzt halt echt nur noch als Starthilfe quasi. Und weil du halt die Punkte geschenkt kriegst. Ja. Hätte ich das natürlich jetzt vorher gewusst, hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht, dann hätte ich auch mit dem Housing gewartet. Wobei ich halt schon gern jetzt auch auf mein großes Haus mit dem Charakter hier spare. Und wer weiß, wie nächstes Jahr vielleicht der Ansturm ist, wenn die Serie kommt und wenn das hier wirklich alles nochmal so ein kleines Makeover bekommt. Weil wenn dann so ein Ansturm ist, dann habe ich wenigstens schon mein Haus. Das stimmt allerdings. Ich bin ja nicht Fan von Fantasy. Ja. Aber wie gesagt, wer weiß. Bei einem Overmake, wenn es vielleicht wirklich eine schicke Grafik noch bekommt und ein bisschen mehr Werbung für gemacht wird. Ja, ich denke mal, wenn die Entwickler. Ich weiß auch nicht. Geht ja von EA, glaube ich, aus, oder? Das war. Nee. Nee, ist kein EA-Game.
Ich gerade gar nicht, müsste ich das Spiel nochmal starten. Ja, ich starte gerade. Standing Stone Games. Okay. Ja gut, wenn ich mir da aber sage, okay, du hast die Option, was im Shop zu kaufen, du kannst aber auch so, sag ich mal, es gibt ja 100 pro immer Leute, die was kaufen. Ja, mich. Und davon, zum Beispiel, ja. Und davon fließt dann trotzdem ein Teil an die Entwickler und da sage ich mir, okay, sie können ja trotzdem das Spiel sauber entwickeln. Ja. Aber ich finde es einfach so geil, dass du in diese Instanzen einfach ohne Gruppe rein kannst. Das hier könntest du zum Beispiel auch mit Gruppe machen. Wo ich jetzt gerade drin bin. Das könntest du auch wunderbar mit einer Gruppe machen. Für jemand, der gerne allein spielt, ist das einfach perfekt. Ihr seid ein guter Gefährte. Hallo. Lauf ein bisschen schneller, Junge. Langlan. Da. Doch. Nee, Langlas heißt sie. Huch, nicht Langlan. Langlas. Ach, schade, beim Hobbit kann man kein Waffenmeister spielen, so hätte ich vielleicht mit dem Hobbit angefangen. Na gut, wenn Mira das sieht, die wird mich dann wahrscheinlich wieder flamen. Ja, ich werde das gegen Lalafeld oder spielst du einen Hobbit? Hobbits sind auch cooler. Du kannst einen Hobbit ja auch nicht mit einem Lala vergleichen. Nee. Also. Hobbits sind cooler. Das wär ja so, als wenn du einen Apfel mit der Gurke vergleichst. Jo. Es geht einfach nicht. Nee. Lalas mögen ja irgendwo süß sein, aber Hobbits sind halt einfach cool. Wie gesagt, ich spiele halt als reiner Heiler spiele ich ja zum Beispiel auch Baden Hobbit. So Hobbit als Bade. Nur mit dem Baden komme ich noch nicht ganz so klar. Der ist halt in Innis allein schwierig zu handeln. Wenn du mit dem Story allein machst, bin ich. Wenn du den gut spielen kannst, dann klappt's. Aber es gibt zum Beispiel eine Errungenschaft, dass du, oder einen Titel, dass wenn du bis Level 20 nicht gestorben bist, kriegst du dafür halt einen Titel. Okay. Und der ist halt relativ selten, weil man halt in einer Innie im Auenland relativ schnell sterben kann, wenn du mit der falschen Klasse drin bist. Und ich versuche jetzt mit der Klasse, die wir hier jetzt spielen, bis Level 20 zu kommen und nicht zu sterben. Mal gucken. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Juhu. Na, kommt's jetzt. Ah, nee. Schade, keine Story. Was benötigt? Aber ihn nie beendet. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Hi, die Emotes fliegen wieder. Oh Gott, wie spricht man deinen Namen aus? Saga Koizus? Das tut mir leid, wenn ich deinen Namen falsch ausgesprochen habe. Auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank für dein Follow. Und es tut mir leid, dass der Alert nicht laut war. Aber wir hatten vorhin wieder einen Bot-Angriff, was Alerts anging mit den Follows. Gibt ja immer so kleine Fake-Follows und so weiter. Brauchst gar nicht weiter reden, das glaube ich auch ein Bot. Nee, wurde angezeigt. Also wurde ist zumindest bei mir unten in der. Also zumindest wurde ist einer mehr gekommen. Also wurde mir zumindest angezeigt. Ja, sicher weiß ich es nicht. Aber solange es unten eigentlich angezeigt wird, das ist eigentlich. Hat Dings eigentlich geschrieben? Warte mal. Gut, bei Predator kann es wahrscheinlich sein, weil er die Haustiere gezeigt hat. Oder gezeigt hat, weil über Ad Dings kann ich es nicht nachgucken. Wie gesagt, ich kann halt immer nur sagen, wenn bei mir unten die Zahl sich erhöht. Wenn's jetzt kein Bot ist, aber
Ja, wir sind da immer ein bisschen vorsichtig. Wenn es da jetzt wieder solche Angriffe gab, ich meine, das sehe ich jetzt auch gerade das erste Mal, dass es halt sowas gibt. Wie gesagt, es ist halt zurzeit relativ oft. Aber meistens, wenn sich bei mir, deswegen habe ich die Zahl halt auch immer unten. Ich kann ja auch die Zahl eigentlich ausblenden. Aber für gewöhnlich, wenn das so steht, kann auch ganz einfach nachgucken. Mache ich eigentlich selten in der Regel, aber. Ne? Nee, ist echt. Steht auch hier in meiner Follow-Liste. Da gucke ich echt selten rein, aber. Jetzt nach dem letzten Bot-Angriff. Ja. Also, übrigens, du hast auch 7 Minuten überzogen. Geht schon nicht. 7 Minuten überzogen. Ja, komm, jetzt machen wir einen 48-Stunden-Stream. Nein! Ich gehe dann ins Bett. Ja, ich gehe auch ins Bett. Ich wollte halt eigentlich nur gucken, ob ich irgendwo. Ich nur die eine Quest noch hab. Den Sound von den Videos leise bekommen. Dass ich mir mal die Dings angucken kann. Weil ich hatte eigentlich keine Lust, mich anbrüllen zu lassen von dem Game. Ich glaube, die meisten Einstellungen kannst du erst machen, wenn du in-game bist. Oh, die Filme im Charakterauswahlmenü? Ich meine ja. Ich weiß es nicht. Ich meine. Was für ein Sinn? Ich meine, aber du kannst dir das alles erst einstellen, wenn du drin bist. Ich könnte jetzt auch gleich nochmal rausgucken. Ich gebe aber nur einmal kurz noch die Quest ab. Also wenn da jetzt kein Optionsmenü steht bei der Charakterstellung, dann kannst du es wahrscheinlich erst in-game machen. Oh, in aller Regel. Elb oder doch vielleicht Mensch. Menschen sind auch cool. Zumindest die Story von denen ist cool. Die ist im Startgebiet. Die Elben haben halt auch gute Stats, die haben zwar Schicksal minus 7, maximale Moral minus 20 und Moralregeneration minus 60. Außerhalb vom Kampf. Ich weiß halt nicht, inwiefern das halt positiv oder negativ ist. Eine gute Frage jetzt gerade. Bisher. Ich habe ja mit beiden schon gespielt. Eigentlich. Oh, bisher alles immer in Ordnung. Du hast ja Hochelf. Minus 7 Wille, minus 7 Schicksal. Du hast aber halt plus 20 maximal Moral plus 60 Moral Regeneration außerhalb des Kampfes. Jupp. Also eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also ich habe in der Regel immer den Ape genommen. Mit dem war ich bisher immer ganz gut. Ganz gut und zufrieden. Ich mich bisher nicht beklagen. So, dann melde ich mich einmal ganz kurz ab. Ja, einmal sofort abmelden. Doch, Option hast du. Du kannst, ja, zumindest Audio und alles kannst du einstellen. Ja, aber halt nicht für die Filme. Das ist halt das Problem. Ist das nicht unter der Sprachlautstärke? Wenn ich mir das mal vorstellen, warte mal. Ich probiere es einfach mal aus. Ich hab halt alles schon auf 0,04. Das Zeitalter. Okay, nee, gilt nicht für die Filme. Warte mal, wenn du den kompletten Sound ausmachst. Das Zeitalter der. Nee, geht auch nicht. Also du kannst das von dem Film, glaube ich, nicht ausstellen. Dann muss ich das halt machen, wenn ich alleine bin. Also über Gesamtlautstärke geht es halt nicht, und wenn das darüber schon nicht geht. Sounds. Sprachlautstärke geht auch nicht. Und Mixer hier. Ich drehe einfach Herr der Ringe ganz leise. Das geht auch. Das wollte in der Regel gehen. Ich stimmt. Ich probiere es jetzt nicht im Stream aus, weil dann schreie ich dich an. Stimmt, ich kann dir aber sagen, was noch über VIP möglich ist, und zwar das Monsterspiel.
Okay. Da spielst du als einer der Bösen. Okay. Du hast dann zum Beispiel den Schnitter, die Weberspinne, oh Gott, mach die Scheiße weg, den Schwarzpfeil, also quasi Urukai, Kriegsanführer, Puckdob, so ein Varg, und Saboteur. Und mit denen kannst du dann halt spielen. Einen habe ich hier sogar schon, kann ich einmal kurz reingehen mit. Kann ich das einmal kurz zeigen? Das kann nicht die Spinne nehmen. Nee. Garantiert nicht. Und wenn du jetzt halt, ne, so, hier läufst du jetzt als Varg zum Beispiel rum. In dem Gebiet zum Beispiel, Ettenöden. Und dann hast du hier ganz normale Aufträge, wie auch bei den Guten. Startest auf 130. Und kämpfst dann quasi hier mit einem Varg. Okay. Und das ist halt geil. Auch als VIP möglich. Und da kannst du dir halt auch Sachen für den Shop kaufen. Ja, will ich das? Nee. Ich will lieber die gute Seite. Oh, ich find's eigentlich ganz cool, aber ja, man muss es halt echt nicht machen. Mir ist es halt auch mega ungewohnt, als Varg so zu kämpfen. Waffenmeister, Wächter oder Jäger? Wölfchen, Laufgalopp. Lauf mal ins Lager zurück. Best ein bisschen schneller. Okay. Das ist jetzt die Frage. Also ich war immer mit dem Jäger recht zufrieden. Ja, es wird der Waffenmeister. War mir klar. Den hatte ich auch damals gespielt. Verdammt, wie war jetzt gleich nochmal mein Name? Oh Mann.